Ja, hallihallo, wir sind wieder zurück in der Kirche von Everlake. Ja, bei der letzten Aufnahme hatte ich ein paar Probleme. Da war zum Teil die Sprachaufnahme asynchron zum Bild. Und ich glaube, es liegt tatsächlich an diesen elektrischen Ladungen, die sich hier auch auf dem Spiegel bemerkbar machen. So, ich hoffe, das klappt jetzt besser bei dieser Folge. Und ja, ich weiß nicht, wie kommen wir denn an den Spiegel ran? Vielleicht mit dem Brecheisen? Nö, das kannst du nämlich nicht. Da soll auf jeden Fall, bin ich mir ziemlich sicher, in dieser andere Edelstein rein. Vielleicht können wir jetzt hier auch gar nichts mehr machen. So. Das haben wir ja schon gelesen. Auch wenn es jetzt gerade glitzert an der Stelle. Und dann gehen wir mal weg. Okay. Ja, vielleicht können wir jetzt hier bei diesem Mason nochmal wieder was ausrichten, aber weil da ist nämlich, glaube ich, die andere Hälfte der Karte. Ja, und da ist ja das andere Juwel, genau. Und da haben wir immer noch einen Schlüssel für, den wir nicht haben. Okay. Was könnte man denn mal noch machen? Man könnte mal mit dem Schiff fahren. Kann ich mit ihr nochmal reden? Ich möchte sie nicht weiter stören. Gut, das ist aber wirklich sehr rücksichtsvoll, dass sie sie nicht stören möchte. Da hinten ist ja noch das Schiff. Und der See. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur ins Inventar gucken. Naja. Okay. Ja, da haben wir einen Hinweis. Da haben wir Klebeband. Was ich mit dem Klebeband machen soll, weiß ich auch immer noch nicht. Ach, wahrscheinlich nachher das Ticket zusammenkleben. Ja, aber dafür müsste ich da ja erstmal drankommen. Ach, wir gehen nochmal zum See. In diesem Boot kann ich den See überqueren. Richtig, hätte man denn ein Ruder, oder? Wie war das? Wieso war das doch, oder? Und denn mit einem Brecheisen kann man nicht segeln. Hier liegt aber auch keines. Hm. Okay, was haben nochmal die Aufgaben gesagt? Finde die andere Hälfte des Tickets. Ja, ich habe sie ja gefunden. Aber ich komme nicht dran. Mensch. Oder müssen wir die Tickethälften zusammenfügen vielleicht? Das habe ich natürlich jetzt noch nicht probiert. Kann man ja auch mal ausprobieren. Ich glaube aber nicht, dass das klappt. Weil das gehört nämlich hier zusammen. Aber da müssen wir was einstellen. Das kommt nicht rein. Nö. Ich versuche ja alles mit dem Brecheisen. Okay. Was mit dem Hinweis? Nee. Hätte er mal sein können. Ich gehe nochmal zu dem Tor. Jetzt will sie da gar nicht mehr ran. Na gut. Okay. Ach, wir gehen mal ins Diner. Aber der Barkeeper hat mir wahrscheinlich auch immer noch nichts Neues zu erzählen. Nee, hat er nicht. Tja. Okay. Dann müssten wir ja irgendwo irgendwas übersehen haben. Ja, sie wollen wir nicht stören, das wissen wir ja jetzt. Das war ihre Musikschule und das war der Hinweis auf den Spielplatz. Gehen wir nochmal auf den Spielplatz. Okay. Was überall diese hässlichen Masken hier gibt. So, da war das Theater, genau. Und da war eine Lochkarte versteckt. Gehen wir hier nochmal drauf.
Ich hätte ja hier gesagt, dass da das Ding drauf soll, aber soll es ja nicht. Eine runde Aussparung. Genau. Der will nicht wissen, was da drauf soll. Was machen wir eigentlich mit dem Ausweis? Den konnten wir noch nicht brauchen, ne? Bei ihm kriegen wir das Spielschloss nicht auf. Das hat man gemacht, das Rätsel. Und sonst ist hier auch nichts. Was könnte man denn in diese runde Aussparung stecken? Der Tipp zeigt mir jetzt, dass ich hier nichts machen soll wahrscheinlich. Ich gehe nochmal nach Haven Grove. Schaue mich nochmal hier um. Und vielleicht auch nochmal in Embers Zimmer. Achso. Okay. Mensch, irgendwas muss ich doch übersehen haben. So, die Schatulle haben wir jetzt auf. Das Rätsel hatten wir gelöst. Nee, irgendwie. Was können wir denn mit diesem Brecheisen machen? Helft mir doch mal. Sagt mal was. Ich weiß auch nicht, was wir mit dem Hinweis machen sollen. Das... Hier war doch nirgendwo mehr was. Das ist doch nur noch der See. Finden die andere Hälfte des Tickets. Ich weiß doch, wo sie ist, aber ich komme nicht dran. Jetzt gehen wir mal dahin und gehen mal auf Tipp. Mal gucken, ob wir dann einen Tipp. So. Tipp. Also da müssen wir hin, ja. Müssen wir doch noch hier hin. Da haben wir doch keinen Teil mehr. Da können wir doch hin. Den Spiegel kriegen wir da so ohne Beitritt auch nicht raus. Und das Juwel, oder? Vielleicht können wir ja das andere Juwel entfernen. Nein, ouch. Richtung aus. Sehen Sie nicht. Da ist ein Tuch drum, ne? Das ist keine gute Stelle für einen Hinweis. Nee. Sicher nicht. Oder mal direkt auf den Rubin hier. Auch nicht. Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Ich mache dann weiter, wenn ich weiß, wie es weitergeht. Kurze Pause. Ach, Leute, guckt mal.
Ich dachte, das wäre einfach nur auf dem Boot aufgemalt. Man kann es rausnehmen, dieses Teil. Okay, damit hätten wir es dann gefunden. Jetzt können wir tatsächlich dieses Teil hier einfügen. Und dann machen wir aus vier Teilen ein Ganzes. Und das passt jetzt ganz bestimmt in die runde Aussparung auf dem Spielplatz. In das Spielschloss nämlich. So. Es ging dann doch ganz schnell gerade. Okay. Aber es hätte euch trotzdem gelangweilt. Ich hätte mich ganz oft im Buch hin und her geblättert. So. Dann stecken wir jetzt das Teil da mal rein. Akt 1. Die Sage eines Geschenks. I wanted to give something back to the town that gave me so much. Habe ich hier das Schiffchen. Okay. Was soll ich denn jetzt mit dem Schiffchen machen? Das gehört ja eigentlich aufs Wasser. Ist das nicht das Wasser hier? Genau, ach ja, das ist ja in Wirklichkeit da im Schloss, das Boot. Genau, okay. Ach so, jetzt muss ich hier die Sachen richtig zuordnen. Was kann man denn noch? Wer ist das denn? Mhm. Das Mason. Das ist, dann steht er doch da auf so einem Sockel, oder? Nein. Ich gehe mal einmal kurz noch, halt, stopp, einmal auf die Rätselinfo. Moment. Ah, richtig platzieren, genau. Ja, aber das ist ja nicht so einfach. Hey! Okay, haben wir hier noch was? Was ist das denn? Was ist denn das? Ey, ganz schön schwierig, wenn man gar nicht erkennt, was es eigentlich ist. Hm. Könnte ein Stück vom... Ist es aber nicht. Ach, da ist ein Schatten, aber kein... Ah, okay. Ich will nur mal wissen, was das ist. So zwei Teile suchen wir noch. Das einmal das. Was haben wir noch? Was haben wir da? Ach, vom Baum. Okay. Ach, und da unten fehlt ein Steinchen. Okay. Hoffentlich. My wealth gave me the chance to reward Everlake's most important citizens, the children. I invested my resources into creating a beautiful playground, a place of joy and happiness. Mhm. Ach, hier stimmt auch was nicht, okay. Ja, der Eimer, der kommt doch in den Sandkasten, genau. Da fehlt die Turmspitze. Das geht ja nicht. Die Schaukeln, die wackeln sogar. Und was noch? Kommt das da nicht rein? Doch, na bitte. It was my desire to give the kids something I couldn't give my own child.
schau mal, ein Juwel. Okay, ich lese noch das Tagebuch. Ich habe dieses kleine mechanische Puppenspiel vorher gesehen, als die Kinder es sich auf dem Spielplatz angeschaut hatten. Es dient als Tribut an Henry Mason, den Gründer der Stadt, dessen Großzügigkeit wir das Spielschloss verdanken. Aber ich wusste bisher nicht, dass das Puppenspiel den Zuschauern am Ende ein blaues Juwel gibt. Wie seltsam. Ja, das scheint wahrscheinlich auch nicht immer so gewesen zu sein. Okay, und dieses Juwel benutzen wir in der nächsten Folge. Bye, bye.